Wir sind zurück bei SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ja, wir sind hier im ziemlich geilen Level, das wissen wir ja schon. Checkpoint haben wir hier erreicht, da. Wir sind hier hochgekommen, es war gar nicht mal so einfach. Und jetzt geht's hier weiter. Wir sehen da vorne schon zwei Statuen. Es könnte also durchaus wieder zu einem Bosskampf kommen. Man wird sehen. Ich würde jetzt zuerst gerne mal den Knopf aktivieren und schauen, was da los ist. Zuerst müssen wir hier noch eine Jump'n'Run-Passage lösen, wie es aussieht. Aber das sollte alles möglich sein, wenn man sich jetzt nicht gerade blöd anstellt. Wow! Boah, bin ich gut. Oh mein Gott. Muss mich schon wieder so hart konzentrieren. Aber gut, dass das elektrische Zeug weggeht, sobald man den Knopf aktiviert hat. Und jetzt geht's los. Es kommen nämlich, glaube ich, beide auf einmal? Ja, circa. Ach nee, so war das, genau. Ich muss jetzt auf das andere rauf. Und jetzt kommt die nächste. Aber wir können sogar jetzt mit der neuen Gitarre, bam, anvisieren. Ach, die scheint schon kaputt zu sein. Was, die brauchen nur einen Schuss? Ach, mit der neuen Gitarre brauchen sie nur einen Schuss. Ja, geil. Geh du auch weg. Sehr nice sogar. Wirklich sehr nice. Brauchen nur noch einen Schuss mit der neuen Gitarre. Ach, das sind doch solche Spastis, oder? Nein, ich will eigentlich woanders hin. Lass mich mal kurz bitte in Ruhe. Ey, die schießen immer noch. Was soll das? Immer noch? Nee, das haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben mir nicht wirklich das da oben zerstört, oder? Solche Spastis. Die fetzt sich ab, aber richtig krass gesterben. Logischerweise brauchen sie jetzt nicht mehr so viele Schüsse. Schon ziemlich geil, ich sehe die Viecher nicht mal. Mann, jetzt haben die mir hier den 50er zerstört. Gibt's das? Warte, 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 ich krieg den. Nein! Alter, nicht dein Ernst. Ich muss den doch jetzt noch kriegen. Nein! Nein! Nur weil die Viecher mir den 50er zerstört haben. Ja! Ich hab ihn! Man freut sich so sehr über die 50er, das sage ich euch. Also später freut man sich noch mehr drüber. Oh, da ist noch einer da hinten. Und ein Krabbenburger. Was ist eigentlich gerade mit der Kamera los? Die macht nur Scheiße. Die dreht sich dauerhaft. Was soll das? Ja, dann kämpfe ich halt direkt gegen euch, ihr Pisser. Einer ist tot. Es geht ja ganz easy. Wenn man es so macht. Stimmt, ich hätte einfach sterben können und hätte ich den 50er auch easy bekommen. Wie einfach alles zerstört wird. Richtig krass. Also diese neue Attacke, also die Hä? Wie soll man denn da rüberkommen? Ich will nicht die ganze Zeit diese Viecher besiegen. Weil das anpisst. So, immerhin ging es jetzt schnell. Man bekommt schon weniger Punkte für sie. Merkt man. Aber wie soll ich da rüberkommen? So, geil. Das war die Lösung. Hä? Na, weißt du was? Mir doch egal. Ich hab den 50er und Hauptsache. Oha. Hab mich nicht mal was getroffen. Schon wieder. Alter, ich bin so ein Skiller. Geh weg. Geh weg. Weg mit dir. Ist das gerade easy? Ah,
Also diese Gegner können mir auch nicht mehr viel antun. Das finde ich aber gut. Das zeigt, dass sie doch nicht so OP sind, wie ich dachte. Am schwersten finde ich ja eigentlich immer noch die Typen, die, wie soll ich sagen, ja, durch die Bowlingkugel sterben sie auch sofort. Am schwierigsten finde ich immer noch die Typen, die schießen, die man nur mit der Bowlingkugel bekommen konnte davor. More bounce, please. Task is now open to play. Da brauchen wir Patrick, wie es aussieht. Sonst würde hier kein Eisblock sein. Also muss das einen Grund haben. So, mal schauen, was man hier machen muss. Ah, okay. Ganz interessant. Hui. Hui. Ach du Scheiße. Geh nicht weg. Warte, habe ich das früher als schwer empfunden oder nicht? Ich muss gerade überlegen. Momentan fällt es mir nicht ein, aber momentan ist es auch nicht so schwer. Also muss ich doch ein bisschen überlegen. Komm her. So ein Zweier nimmt man gerne an. Wo ist das nächste? Da hinten. War ich wohl ein bisschen zu voreilig. Muss ich ein bisschen warten. Also, jetzt. Oh, jetzt wird das so gemacht. Schöne Lösung. Hallo? Was? Was ist das für ein Beschiss? Ja, nee, ich bekämpf die jetzt nicht nochmal. Kannst du vergessen. Kann Patrick die Typen überhaupt besiegen oder nicht? Ja, doch. Aber nur mit dem Zurückschlagen. Alter, die verfolgen mich immer noch, die scheiß Raketen. Wie übel ist denn das? Bis nach hier unten verfolgen mich die Raketen. Die Gegner sind sowas von geisteskrank. Ah, das ist viel zu weit. Das kriege ich nicht hin. Knapp ist es auf jeden Fall bemessen. Das will ich gar nicht abstreiten. Ach du Scheiße. Okay, geht sich aus. Gut. So, jetzt passe ich ein bisschen mehr auf. Down. Miau. Wieder zurück. Miau. Hä? Ach, man muss auf die richtigen springen. Okay. Interessant. Jetzt muss ich wahrscheinlich auf das, oder? Ja. Boah! Und da ist dann die Münze. Ey, das ist fies. Man muss auf genau das Richtige springen, damit das Zeug kommt. Es ist wirklich gemein. Miau. Und sie schießen schon wieder, die Bastarde. Nö. Ich bin genau im Klo gewesen. Ich klatsch euch kaputt, ihr Drecksviecher. Ja, schießt doch. Okay, die Attacke wird dann abgebrochen. Ich hatte befürchtet, dass sowas passiert. So, jetzt du Bastard. Geh weg. Ich glaube, zwei Schüsse braucht er, oder? Das ist geil. Man muss überhaupt nicht in der Nähe sein. Einfach nur halbwegs die Richtung haben. Und das reicht schon. Komm, ich will das Zeug da drüben auch haben. Hast du nicht gehört? Ich will das Zeug da drüben auch haben. Und den Kramdolch. So, dieser Bereich hat uns jetzt ja mehr als genug Zeit gekostet. Ich denke, wir können jetzt mal weitergehen. Wow.
So, der weg, du auch weg und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Es gibt nämlich noch einen zweiten Abschnitt hier. Also wir haben jetzt circa wieder nur die Hälfte. Aber ich muss zugeben, jetzt kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, was jetzt kommt. Ein bisschen weiß ich noch, ein großer Raum. Ja, genau. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Was danach kommt, tut mir leid, keine Ahnung. Ganz interessant, dass hier so einer kommt. Den kann man nicht mit der Bowlingkugel killen. Ja, ich wusste doch, dass da was war. Also, man muss hier ziemlich krass mit Wandsprüngen arbeiten und so weit wie möglich auch hochkommen. Sonst wird man von den Stacheln aufgeschlitzt. An diese lange Wandsprungpassage kann ich mich noch erinnern. Geh mal weg. Aber was kam denn jetzt? Ich hätte gehofft, vielleicht kann ich mit der Bowlingkugel verhindern, dass... Oh Mann! Ich muss zuerst den umbringen. Ist er tot? Ja, ist er. Okay. Heißt, so schnell kommen keine Raketen mehr. Doch, kommen sie! Weil der Typ meint, er muss unbedingt nochmal welche abschießen. Da zuerst mal... Bam! Nein, ich wollte nicht mehr getroffen werden eigentlich. Dreck! Die Scheiße ist halt, dass der mich trotzdem noch anvisiert. So, und jetzt muss ich mich beeilen und die Maschine abschießen. Okay, ist abgeschossen. Und ich kann jetzt nochmal den umbringen. Okay, er lebt noch. Jetzt weiß ich wieder, dass es richtig schön behindert war. So, gibt's hier noch einen? Ja, gibt's. Es gibt hier noch einen Spaten. Also der kann sich auch gleich verpissen, der ist jetzt tot. Man muss eigentlich, glaube ich, fast die Maschinen zuerst kaputt machen. Auf den... Ah, okay, hat sie erledigt. Der Typ ist tot. Dann gehe ich mal weiter. Ich glaube, an diese Passage kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Die war, glaube ich, richtig scheiße, wenn man die Gegner nicht besiegt hat. Aber ich glaube, wenn man sie besiegt, dann geht's. Okay, ich warte nochmal. Es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ist es auch nicht, wirklich. Kommen die Gegner? Ja, kommen sie. Oh, stimmt. Da gab's so ein richtig oder falsch. Genau, das weiß ich noch. Ich glaube, das war richtig behindert. Scheiße. Boah, ich muss schauen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Warte, warte, warte. Irgendwie konnte man doch... Warte. Plankton's Riddle. Only one of these buttons will lead you to safety. Beware of pressing the wrong buttons. Nur einer klappt, die anderen sind Dreck. Ich sammle zuerst das Zeug auf. Ich merke mir, wo die Fünfer sind. Also hier zum Beispiel. Hä? Was passiert jetzt? One right, one wrong. Ach. Okay. Dann nehme ich mal den und den. Da muss man jetzt taktisch vorgehen. Immer noch einer richtig und einer falsch. So. Ich versuche jetzt wirklich da, wo die Fünfer waren, also hier und da der in der Mitte, da war glaube ich auch ein Fünfer. Ich probiere das jetzt einfach mal, weil wenn das so ist, dann... Ah! Tatsächlich! Das wusste ich gar nicht! Die Fünfer zeigen einem den Weg! LOL! Wie easy ist denn das, Mann? Oh Gott. Oh Gott! So wollte ich das jetzt nicht. Ich dachte nicht, dass das so schnell wieder weggeht. Okay, ruhig bleiben.
gut, dass ich verloren habe, weil jetzt gibt's da wieder ein paar Sachen. Ach, und die Punkte da unten respawnen sogar. Na, das ist doch mal interessant. Wieso sollte ich zuerst auf den linken gehen? Ich gehe zuerst dahin. Nein, du Bastard. Da muss ich schneller sein. Eindeutig. Nein, wieso springt er jetzt zu weit? Alter, gibt's das überhaupt? Geh da hoch! Du Bastard! Oh Mann, jetzt war ich doch... Jawohl, jetzt haben wir's. Weg mit dir und tschüss. Okay, 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 Leute, wir haben's bald. Ach, oh, das war cool. Schaut mal, wir müssen da, wenn der Dampf draußen ist, die Bowlingkugel da hochspicken lassen. Es ist extrem schwer, aber mit der besseren Bowlingkugel geht es gut. Ja, seht ihr. Oh, 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 oh. Schnell, 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 schnell. Aber nicht zu schnell, ne? Ja, geht sich easy aus. Jawohl. Bam. Boah, richtig viele Punkte, Alter. Oh, ich glaube, das war der Schluss, oder? Wow. Ach du Scheiße, drei von den Pissern. Jetzt geht's aber los hier. Einfach irgendwas machen, zurückschlagen. Hat man da überhaupt eine Chance? Ja, hat man. Ziemlich leicht sogar. Gehen wir mal weiter. Oh Gott. Ich weiß nicht, irgendwie meine Sticks beim Controller haben so einen Linksdrall. Merkt man vielleicht. Weil wenn man zu nah kommt, packt er seinen Laser aus. Das wissen wir ja. Okay. Wow. Sogar wenn er am Sterben ist, packt er den Laser aus. Geht nicht. Man muss es zurückschlagen. Okay, klappt gut. Klappt sogar ziemlich gut. Noch einer von den Spastis. Okay, perfekt. Alle zurückgeschlagen. Wenn man alle fünf zurückschlägt, die ihr schießt, dann ist es eigentlich relativ einfach. Boah, ist das fies, Alter. Wir graden den Wurf von Patrick ab, auch wenn es nichts mehr bringt, weil wir kein Level mehr mit dem haben. Achtung, Spoiler-Alarm. So, die letzte Statue wartet. Bam! Und jetzt wieder hier hin. Drei Schüsse braucht, sogar mit der guten Gitarre. Und da ist Plankton. SpongeBob, der Badass, Alter. You won't get away with this Plankton. Ziemlich nice. 45 Münzen.
Drive of the Knucklehead McSpazitron. Oh, ich weiß nicht wirklich, was das auf Deutsch heißt. Aber wir müssen noch mal fahren, wie es aussieht. Wir brauchen den, also wir brauchen das Burgermobil, aber wir haben sie nicht mehr. Aber Mindy, wir haben ihn verloren. Scheiße. Hey, irgendwas haben wir hier nicht. Und ich weiß nicht was. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Im nächsten Part werde ich euch ein paar Sachen zeigen, nämlich die Sonic Wave Guitar Challenges. Hier können wir zwei machen. Das werden wir machen. Das sind zwei Geschenkte, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder bei SpongeBob Schwammkopf, der Film. Es geht in den Endspurt. Aber zuerst gibt's nochmal Nachholbedarf. Bis zum nächsten Mal und ciao.